Oh, EA! $100.000 für einen Beitrag zu Star Wars Battlefront 3? Boah, klar! Mal Katze, wir kriegen doch die Putzfrau für die Community Games! Yo, liebe Freunde, willkommen bei den Game News! Heute habe ich wieder zwei richtig frische Themen für euch vorbereitet. Zum einen wäre da das neue Star Wars Battlefront 3, welches im November erscheint. Und ein Thema, was die YouTuber unter euch bestimmt interessieren dürfte, der Einfluss von Gronkh, Sarraza, Dena und Co. auf Spieleentwicklungen. Viel Spaß! Star Wars Battlefront 3. Letzte Woche Freitag war es endlich soweit und der Reveal-Trailer zum neuen Star Wars Spiel wurde veröffentlicht. Der zeigt richtig geile Schlachtszenen auf dem Planeten Endor, wo das Imperium gegen die Rebellen kämpft. Was da gezeigt wird, klingt echt vielversprechend. Der Link zum Trailer ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Dazu kamen auch direkt einige Infos. So ist jetzt bekannt, dass Star Wars Battlefront 3 am 19. November dieses Jahres noch erscheinen wird. Parallel zu Star Wars Episode 7. Ein paar Tage danach, am 9. Dezember, wird direkt ein erstes kostenloses DLC nachgeliefert. Kostenlos, dass ich das noch erleben darf? Ich meine EA? Hä? Dieses DLC beinhaltet dann eine zusätzliche Map, nämlich den Planeten Jakku, den ihr schon im offiziellen Star Wars Trailer sehen konntet. Das ist nämlich der Wüstenplanet, wo der zerstörte Sternzerstörer lag. Wow, werdet ihr euch jetzt sagen, das klingt ja nach jeder Menge Spieleumfang. Aber nein, EA wäre nicht EA, wenn da nicht noch ein Haken wäre, denn es ist bekannt, dass nur 4 verschiedene Maps am Anfang spielbar sein werden. Nichtsdestotrotz, das Spiel sieht echt vielversprechend aus, nicht zuletzt dank der wirklich aufgewerteten Frostbite 3 Engine. Jedis werdet ihr in speziellen Fällen auch wieder spielen dürfen. Was aber leider fehlt und was sich einige Fans bestimmt aus Star Wars Battlefront 2 wieder wünschen werden, mir inklusive, sind die Raumschlachten. Die werden nämlich leider nicht dabei sein. Hab ich so einen Hals wegen? Hab ich so einen Hals? Nichtsdestotrotz werde ich mir das Spiel wahrscheinlich trotzdem kaufen. Star Wars Fan und so. Vorbestellen ist ab diesem Wochenende übrigens auch möglich. Für den PC für 59,99 € und für die Konsolen 70 €. Und nächstes Thema. Hallo Herr Unge, Sie spielen für uns neues Spiel. Wir geben Ihnen 2 Packungen Kinderschokolade und Wodka. Wie Spiel heißt? Ist eine Prostituierten-Simulator. Heißt Ungewollt. Stellt euch vor, ihr habt Hunderttausende, ach was, Millionen von verschiedenen Zuschauern und auf euch würde eine Spielefirma zukommen und sagen, wenn ihr das Spiel spielt, kriegt ihr von uns so und so viel Geld. Mit diesem Thema müssen sich immer mehr YouTuber mittlerweile auseinandersetzen. Dazu gehören Gronkh, Sarraza, Dena, Unge und andere Konsorten. Was ich genau meine? Der Einfluss von Let's Playern und anderen großen YouTubern, wir bleiben jetzt mal bei Let's Playern, weil es einfach der Gaming-Bereich ist, der uns jetzt mal interessiert. Und auch die meisten Spieleentwickler haben mittlerweile gecheckt, aha, das sind YouTuber, die haben ein großes potenzielles Publikum, das genau meiner Zielgruppe entspricht. Da lässt sich doch bestimmt was arrangieren. Was wird also in Zukunft passieren? Es wird bestimmt einige geben, die sich vehement gegen diese Werbung wehren würden. Andere wird es geben, die diese Werbegelder annehmen. Auf YouTube muss mittlerweile immer klarer gekennzeichnet sein, dass es sich bei folgenden Produkten um Werbung handelt. Trotzdem ist klar, für viele Jugendliche und auch junge Erwachsene gelten YouTuber heute als Vorbilder. Was der spielt, ist also relativ cool und möchte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ein gutes Beispiel davon sind zum Beispiel die von Gronkh gespielten Simulatoren, ob Polizei- oder Feuerwehrsimulator. Diese eigentlich günstig produzierten Spiele haben einen unglaublichen Aufschwung in ihrem Absatz erlebt, als Gronkh die zugehörige Let's Play-Reihe spielte. Im Endeffekt hat das also die gleiche Wirkung, als würde ein Promi im Fernsehen für ein bestimmtes Produkt Werbung machen, solange es denn klar gekennzeichnet ist. Ob man denjenigen das übel nehmen könnte? In ihrer Reichweite haben sie natürlich meiner Meinung nach eine gewisse Verantwortung, nicht irgendwelchen Blödsinn zu propagieren. Auf der anderen Seite kann ich es verstehen, dass man Geld verdienen möchte. Das ist natürlich meine eigene Meinung und mich interessiert eure Meinung. Nach unten in die Kommentare. Würdet ihr so ein Angebot annehmen, was ihr eigentlich gar nicht ablehnen könnt? So, liebe Freunde, das war's auch wieder von den Community Games für diese Woche. Eure Meinung zu den Themen, wie gesagt, nach unten in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt doch einfach hier den Abonnieren-Button. Das zeigt uns nämlich, dass ihr das mögt, was wir machen. Und wir machen gerne weiter. Oder hittet einfach den Daumen nach oben. Bis dahin, euer Buddy von BudTV.